Hallo ihr Lieben, ich bin Amelie Rose und in diesem Video erzähle ich euch von 9 Punkten, an denen ihr merkt, ob eure Katze alt wird. Wenn du also eine Seniorenkatze bei dir zu Hause hast, dann schau dir das Video sehr gerne an, um zu erfahren, wie du nun deine Katze unterstützen kannst. Viel Spaß beim Video! Wer eine Katze hat, der wird sich irgendwann die unangenehme Frage stellen, wie alt die Katze wird, beziehungsweise wie man dafür sorgen kann, dass die Katze möglichst lange lebt und ein wundervolles, gesundes Leben hat. Aber ab wann ist eine Katze überhaupt alt? Wenn man nach der Futtermittelindustrie geht, ist eine Katze ab dem 7. Lebensjahr alt. Aber das könnt ihr getrost knicken, denn in Menschenjahren umgerechnet ist eure Katze da etwas mehr als 40 Jahre. Deswegen sagt man, dass eine Katze eigentlich ab dem Punkt erst alt ist, wenn sie anfängt, die kommenden 9 Punkte aufzuweisen. Das ist meistens ab dem 12. Lebensjahr. Und was ist eigentlich das Durchschnittsalter einer Katze? Das hängt sehr stark von ihrer Rasse ab, von rassenbedingten Erkrankungen, aber auch von anderen Faktoren, wie zum Beispiel, ob eure Katze ein Freigänger ist oder eine reine Wohnungskatze. Natürlich sind dies auch alles nur Durchschnittswerte. Es gibt Katzen, die viel älter werden und es gibt Katzen, die nicht so alt werden. Googelt man also das Durchschnittsalter einer Katze, so kommt man auf Werte zwischen 8 bis 20 Jahren. Das pendelt sich in den meisten Fällen zwischen 12 und 15 Jahren ein. Natürlich könnt ihr auch das beeinflussen, mit zum Beispiel hochwertigem Futter und dass ihr eure Katze so naturgetreu wie möglich erzieht. Zum Beispiel durch tägliches, aktives Spielen. Sorgt auch bitte dafür, dass eure Katze genug trinkt, denn gerade im Alter sind Nierenerkrankungen die Haupttodesursache. Kommen wir nun aber zu den 9 Punkten, an denen du merkst, dass deine Katze langsam alt wird. Deine Katze hört schlechter. Genauso wie bei Menschen kann es sein, dass Katzen irgendwann immer schlechter hören. Gerade für ein Tier, das eigentlich als Jäger in der Natur gilt, ist dies ein wenig komplizierter. Achte also darauf, dass du deine Katze nicht erschreckst. Nähere dich ihr also nicht unerwartet. Es kann übrigens auch sein, dass deine Katze ab diesem Punkt lauter miaut, einfach weil sie sich selber nicht mehr so gut hört. Demenz. Ja, auch Katzen haben eine Art Demenz, obwohl diese bei Katzen nicht so problematisch ist. Es kann sein, dass sie orientierungslos ist, verwirrt oder einfach im Raum steht und grundlos miaut, weil sie vielleicht vergessen hat, dass sie bereits gefüttert wurde. Sei auch hier für deine Katze da. Versuche ihr Leben nicht zu stressig zu machen, indem du Möbel umstellst, renovierst oder umziehst. Deine Katze hat weniger Energie. Ab einem gewissen Alter wollen Katzen viel mehr schlafen, als sie eigentlich spielen wollen. Keine Sorge, Katzen gelten im Allgemeinen als Tiere, die tatsächlich sehr viel Schlaf brauchen und können bis zu 16 Stunden am Tag schlafen. Die meisten Katzen dösen dann aber und sammeln Energie für die nächste Jagdaktion. Wichtig ist auch zu beachten, dass eine Katze, die sehr viel schläft, eventuell Depressionen hat. Auch dazu habe ich euch schon ein Video gemacht. Ihr findet es oben rechts auf dem i verlinkt und in der Infobox. Du solltest auch mit einer Katze, die schon älter ist, regelmäßig spielen. Versuch das Spielverhalten der Katze anzupassen. Vielleicht tobt ihr nicht mehr so wild oder lauft nicht so viele Strecken. Und auch Fummelbretter oder andere Spielmöglichkeiten, die nicht so interaktiv sind, können jetzt sehr interessant werden. Versuch trotzdem den Alltag deiner Katze so spannend wie möglich zu gestalten und dass deine Katze sich nicht langweilt. Denn Katzen, die sich wenig bewegen und eigentlich nur noch schlafen, neigen zu Fettleibigkeit. Ein großes Problem bei gerade älter werdenden Katzen. Genauso wie Arthrose. Auch die Gelenke von Katzen nutzen sich mit der Zeit ab und eure Katze kann Schmerzen erleiden. Du kannst hier deine Katze unterstützen mit zum Beispiel kleineren Kratzbäumen, sodass eure Katze gar nicht so viel springen muss und die Gelenke geschont werden. Solltest du merken, dass deine Katze im Alter anfängt, Schmerzen zu bekommen oder auch eben nicht im Alter, solltest du dies auf jeden Fall beobachten und von dem Tierarzt deines Vertrauens untersuchen lassen. Leg am besten generell früh genug Geld beiseite, denn eine Katze, die altert, kann auf Dauer viel Geld kosten. Ich rate dir hier, so früh wie möglich jeden Monat einen kleinen Betrag beiseite zu legen und diesen wirklich nur im Notfall zu nutzen. So hast du keine Probleme, auch im Alter deiner Katze Spezialfutter, Behandlungen oder Operationen zu bezahlen.
Der Geruchssinn deiner Katze lässt nach. Auch bei einer Katze kann es im Alter passieren, dass ihr Geruchssinn nachlässt. Das kann zusätzlich dazu führen, dass deine Katze selbst anfängt zu riechen, da sie sich selber einfach nicht mehr so sehr riecht und ihr Putzverhalten nachlässt. Aber auch, dass der Geschmackssinn schwächer wird, denn dieser hängt auch bei der Katze mit dem Geruchssinn zusammen. Das kann zu Appetitlosigkeit führen, deswegen solltest du auch da deine Katze beobachten. Inkontinenz. Es kann sein, dass deine Katze im Alter inkontinent wird und eben nicht mehr auf ihr Katzenklo gehen kann. Du kannst deine Katze hier unterstützen, indem du ihr Katzentoiletten kaufst mit einem niedrigeren Rand, sodass sie problemlos rein und raus gehen kann. Ich würde dir hier zu Schalentoiletten raten und nicht Haubentoiletten, dass sich deine Katze so wahrscheinlich wohler fühlen wird. Stell auch gerne mehrere Toiletten auf, sodass deine Katze nicht so viel Weg hat, bis sie auf ein Klo kommt. Sei ihr in keinem Fall böse, denn sie macht es nicht mit Absicht. Sollte deine Katze aber anfangen, unsauber zu werden, beobachte dies genau. Denn es kann auch ein Zeichen von Stress sein oder dass deine Katze Schmerzen hat. Zahnausfall. Eine der häufigsten Todesursachen, gerade bei älteren Katzen, sind Nierenerkrankungen. Diese hängen häufig mit schlechter Hygiene im Katzenmaul zusammen. Gesunde Zähne zu haben, ist also bei einem reinen Fleischfresser wie der Katze sehr wichtig. Schau also immer wieder nach und lass es von einem Tierarzt checken, ob mit den Zähnen deiner Katze alles in Ordnung ist. Denn im schlimmsten Fall hört deine Katze auf zu fressen. Und zusätzlich bringt mangelnde Zahnhygiene weitere Erkrankungen mit sich. Ich rate dir also, hochwertiges Katzenfutter zu kaufen. Nicht nur, wenn du einen Seniorenkater oder Katze zu Hause hast. Biete deiner Katze auch einen Trinkbrunnen an, denn so sorgst du dafür, dass deine Katze deutlich mehr trinkt und vor allem Spaß beim Trinken hat. Ich habe dir unseren Trinkbrunnen in der Infobox verlinkt. Der eignet sich für alle Katzen, egal welches Alter. Und zum Schluss haben wir das schlechte Sehvermögen. Einige Katzen erblinden im Alter sogar komplett. An sich ist das kein gravierendes Problem, denn gerade dieser Schleichjäger gleicht dies durch andere Sinne aus. Du solltest trotzdem hier ein wenig darauf achten, dass du zum Beispiel deine Wohnung nicht auf einmal komplett neu umgestaltest oder umziehst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und es gab viele Punkte, die du noch nicht kanntest. Schreib mir doch sehr gerne in den Kommentaren, wie alt deine Katze ist. Es würde mich freuen zu hören, dass in meiner Community auch ein paar Seniorenkatzen und Kater sind, die ein wundervolles, gesundes Leben haben. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir posten hier immer donnerstags und sonntags schöne katzenrelevante Videos. Wenn ihr aber die tägliche Dosis Cat-Content braucht, dann folgt uns doch sehr gerne auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.